Guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute in meiner Werkstatt zu einem ganz besonderen Anlass. Ihr seht schon an meinen Strahlen, ja, das ist noch strahlender als sonst. Warum? Ich habe eben ein bisschen weitergebaut an meinen Geheimverschluss und so und habe gedacht, die Schachtel ist noch nicht ganz fertig, aber vielleicht funktioniert es schon, dass du es mal versuchen kannst. Und was dabei passiert ist, das möchte ich euch zeigen. Nur allein darum geht es heute, dass ihr euch mitfreuen sollt. So, wer alle Videos bisher verfolgt hat, der wird wissen, dass hier noch so Ständer drankommen, wie bei meinen anderen schwebenden Schränkchen. Die habe ich jetzt weggelassen, der Einfachheit halber, weil das soll ja jetzt hier ein Sondervideo sein, so zwischendurch mal reingeschmissen. Ja, auch ist noch nichts verleimt vom Korpus, auch die Grenze hier oben, das wackelt alles noch, ist mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Nur zur Demonstration jetzt mal. Ich drehe das Schränkchen jetzt mal, also das ist gewollt, das soll also rundherum, also annähernd gleich aussehen. Ja, so dass man nicht auf Anhieb erkennen kann, wo vorne und hinten ist. Die Diva, die ist ja geheimnisvoll, die will uns ja hinters Licht führen. Und wenn dann diese Säulen angearbeitet sind hier an den Ecken, dann sieht man auch bei dem wirklichen Hinterteil die Schräubchen nicht mehr, mit dem das festgemacht ist. Und das muss aber so sein, damit ich im Notfall doch nochmal innen dran komme. So, also jetzt habt ihr das gesehen. Da kommt noch ein bisschen anderes Beiwerk drum, aber das Wichtigste. Und jetzt zeige ich euch das, worauf es mir ankommt. Gehen wir hier rüber. Ja, so. Wenn die Säulen die Türen freigeben, oder die Türe, dann lässt die sich ja aufschwenken. Das wird nachher alles noch ein bisschen nachgearbeitet, dass die nicht nach vorne rauskippt. So, wenn die aufgeschwenkt ist, dann lässt sie sich hier versenken. So. Und jetzt sieht die Vorderfront identisch aus. Die rechte Seite wie die linke Seite. Weil in der linken Seite genauso ein Teil drin steckt wie hier die Tür. Das sieht jetzt noch ein bisschen anders aus. Da kommt noch ein Streifchen Birnholz drauf. So. Jetzt könnte man denken, ein Uneingeweihter, die Geschichte ist zu Ende. Ich habe ein Schränkchen, hier kann ich was reinlegen, Tür ist versenkbar. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt auf diese Türe, hier auf die Front, wenn ich die noch ein Stückchen weiter reindrücke, nur ein paar Millimeter. Oh, sowas, nee. Habt ihr das? Habt ihr das gesehen? Hier kommt mein Geheimfach raus. Oh, und genau so habe ich mich vorhin gefreut. Und habe geärgert mich, dass ich die Kamera nicht mitlaufen lassen hatte. Und jetzt deswegen nochmal. Ja, das ist meine Schachtel, die ich gebaut habe. Immer noch nicht ganz fertig. Für den Geheimverschluss. Hier muss noch das letzte Teil von den Rähmchen oben drauf, und da kann man dann auch besser anfassen und kann das zum Öffnen anfassen und zum Öffnen hier aufziehen. Ja, und das sind diese 5 mm, 5-6 mm, von denen ich immer gesprochen habe. Hier kann man irgendwas reintun. Ein Dokument, Geld, ein Goldband passt nicht rein. Ja, und weil das eben so schön geklappt hat, muss ich das jetzt gleich mal zeigen. Ja, und umgekehrt ist es ähnlich. Ich stecke das wieder rein, bis die Federn drücken. Dann muss ich den Federdruck überwinden. Und jetzt das hier rein, aber das wird jetzt, rutscht mir jetzt weg. Oder ich versuche es mal anders. So. So, dass es wieder drin ist. Jetzt hat es eingerastet, jetzt kann ich das wieder loslassen und jetzt steckt das wieder drin und sieht wieder gleich aus. Und wenn ich drauf drücke,
kommt es wieder rausgeschossen. Also, tschüss. Heute Abend wird gefeiert.